Als er vor 50 Jahren zu seinem 12. Geburtstag von seiner Tante eine alte Gitarre geschenkt bekam, konnte er nicht ahnen, dass die Musik einmal einen maßgeblichen Anteil und Platz in seinem Leben einnehmen sollte. Die Rede ist von Pinzgaus lebender Tanzmusik- und Entertainerlegende Roland Küttrer. Unter dem Motto One Night With You, My Last Music Show for Friends, feierten zahlreiche Gäste im Saalfeldener Kongresscenter bei vielen Showacts den Jubilar, der an diesem Tag auch noch seinen 62. Geburtstag feierte. Viele der besten Musiker aus dem Salzburger Land, mit denen Roland Küttrer teils schon vor 40 Jahren auf der Bühne stand, unterstützten ihn bei seiner Musikgala zum 62. Geburtstag sowie zum 5-Jahres-Jubiläum von Radio Alpina. Jetzt habe ich meinen 62. Geburtstag, meine Wirts- oder Gastronomiekarriere werde ich auch demnächst beenden. Und man denkt, schaut was, wenn man nicht noch einmal die Leute zeigen, was soll ich die Herren auch noch zusammenbringen. Nach vielen Vorbereitungen und Proben ging das große Oldies but Goldies Spektakel im Kongresssaal Felden über die Bühne. Der Roland ist irgendwo auf die gute Idee gekommen und hat gesagt, du, was ist, wenn wir wieder mal irgendwas machen? Hat mich natürlich sofort angerufen und ich habe sofort gesagt, ja sicher, das ist super, da bin ich sofort dabei. Der Roland ist immer noch so gesehen der gleiche Mann mit den gleichen Idealen als Musiker, wo er immer noch davon träumt, dass er einen Saal besingen kann, wo er den Applaus kriegt, wo er Leute Freude machen kann. Und er macht sich in dem Fall selber die eigene Freude vom Jubiläum, vom Radio und zum Jubiläum für seinen Geburtstag. Standing Ovations gab es, als der Pinzgauer Entertainer mit seinen Spitzenmusikern ein Feuerwerk von Hits aus der guten alten Rock'n'Roll-Zeit zündete und einen Oldies-Hit nach dem anderen zum Besten gab. Bye, bye, Johnny. Neben vielen Freunden und treuen Fans konnte der Jubilar vor allem langjährige Stammgäste seiner Tanzlokal-Ära begrüßen. Hat der tolle Burschen, ne? Also da gefällt überhaupt nichts. Das passt genau. Das hat er von Vater. Das ist ein bisschen familiär und das Gesellschaftliche einmalig. Hello, Josephine. Ob Fats Domino, The Bee Gees, Chuck Berry oder mit immer noch großartiger Stimme die Songs von Elvis Presley zum Besten gebend, man rockte mit und fühlte sich zurückversetzt in die goldene Zeit der Live-Tanzmusik und deren Heroes. Kiss me, my love. Das erinnert mich also an meine Jugend. Also das ist jetzt ungefähr ja, 17, 18 Jahre. War ich damals, wie schon die Musik aktuell war und darum haben wir uns entschlossen, da heute herzugehen. Die Stimmung schwappte fast über, als einer der weltbesten Boogie-Pianisten Martin Pirker die Bühne betrat und seinem Namen Mr. Hurricane der Tasten alle Ehre machte. Wir sind auch schon fast 40 Jahre jetzt auf der Bühne. Und die Verbindung ist natürlich über die Musik. Nicht? Wir sind alle ein bisschen in der alten Blues- und Boogie-Woogie-Zeit groß geworden und Roland ist halt Richtung Rock'n'Roll, Richtung Rock gegangen und ich habe diesen klassischen Piano-Blues dabei behalten. Einen weiteren Highlight bot die Rock'n'Roll- und Jive-Tanz-Formation vom mehrmaligen Weltmeister Hans-Jörg Scheicher. I can't believe that it's true, I've forgotten somehow. Mit seinem hoffentlich nicht letzten Konzert, viele seiner Freunde und Gäste wollten ihn nach Schluss der gelungenen Veranstaltung schon umstimmen, zeigte Roland Küttrer mit seinen Mannen schließlich, dass diese Art von Musik noch lange nicht tot ist und auf ewig weiterlebt.